Die folgenden Informationen ist für Wasserfilter mit Standarddurchflussraten. Vergewissern Sie sich, dass die Filterkartusche mittig in der Filterpumpe platziert ist. Bevor Sie die Pumpe anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Verschlusskappendichtung des Filters korrekt angebracht ist. Befestigen Sie die Schläuche am Filter und ziehen Sie die Schlauchklemmen fest. Hinweis: Manche Best Way Pools werden mit Metallschlauchklemmen ausgeliefert. Ziehen Sie diese mit einem Schraubendreher fest. Verbinden Sie nun die Schläuche mit dem Pool. Vergewissern Sie sich, dass die Schläuche entsprechend der Buchstabenmarkierung am Filter und im Pool angebracht sind, A zu A und B zu B. Greifen Sie nach innen und entfernen Sie die Verschlussstopfen. Dies ermöglicht den Wasserfluss zum Filter. Bewahren Sie die Verschlussstopfen an einem sicheren Ort auf. Diese werden bei der Wartung des Pools und der Pumpe benötigt. Platzieren Sie die Schmutzsiebe in den Ein- und Auslassventilen des Pools. Wenn die Schläuche und die Schmutzsiebe entsprechend platziert sind, ziehen Sie die Schlauchklemmen fest. Schrauben Sie nun den Luftablass ab und entlassen Sie die im System eingeschlossene Luft. Ihre Pumpe ist einsatzbereit. Stecken Sie sie einfach ein. Warnung: Schließen Sie Ihre Filterpumpe nicht über ein Verlängerungskabel an. Es besteht Brandgefahr, die zu Sachschäden führen kann. Warnung: Betreiben Sie die Filterpumpe niemals, während der Pool benutzt wird. Es empfiehlt sich, die Filterpumpe alle 2 Wochen zu reinigen und zu warten. Ziehen Sie zunächst den Netzstecker der Filterpumpe. Ersetzen Sie anschließend die Schmutzsiebe durch die Verschlussstopfen, um einen Wassereinfluss in die Filterpumpe zu verhindern. Entfernen Sie die Filterkartusche und spülen Sie diese sauber. Es wird empfohlen, die Filterkartusche alle 2 Wochen auszutauschen. Ersatzfilter erhalten Sie über Ihren Best-Way-Händler vor Ort. Ersetzen Sie die Filterkartusche und stellen Sie sicher, dass sie mittig positioniert ist. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlusskappendichtung des Filters korrekt angebracht ist und schließen Sie den Filter. Ersetzen Sie anschließend die Verschlussstopfen durch die Schmutzsiebe, um einen Wassereinfluss in den Filter zu ermöglichen, und ziehen Sie die Schlauchklemmen fest. Schrauben Sie nun den Entlüfter ab, um dem System eingeschlossene Luft entweichen zu lassen. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, besuchen Sie bitte unsere Website. Danke fürs Zusehen.